Herzlich willkommen zum heutigen Web-Talk hier von Gabal mit dem Thema kreative Kundengewinnung und Bindung für selbstständige Coaches und Trainerinnen. An alle ein herzliches Willkommen von mir aus Wien. Mein Name ist Maren und ich bin heute zum allerersten Mal hier in diesem Webformat Moderatorin und freue mich riesig, heute hier euch für diese 45 Minuten zu begleiten. Ich bin selber selbstständiger Coach und selbstständige Trainerin und Moderatorin und freue mich heute selbst wirklich auf diesen Content von unserem Referenten Andreas Bornhäuser. Wir durften uns am Mittwoch in Vorbereitung auf unseren Web-Talk schon austauschen und ich durfte ihn schon kennenlernen und ich kann Ihnen allen verraten, es wird wirklich spannend, was wir da heute zu hören bekommen. Ja, Andreas ist Urheber und Lizenzgeber der Dialogdiagnostik Skill Profile. Er ist Geschäftsführer der Bornhäuser & Friends GmbH und seit über 40 Jahren ist er Trainer auf dem Markt, wobei seine Frau sagt, er sollte das eigentlich gar nicht erwähnen, denn das klingt nicht sexy. So kann sich also jeder selbst ausrechnen, wie alt er ist. Aber ich habe die Genehmigung erhalten, das heute in unserem Talk kommunizieren zu dürfen. Und ja, mit seinem Unternehmen geht er in diesem Jahr in das 41. Geschäftsjahr. Und ich glaube, wenn man das von sich sagen kann, dann lohnt es heute auf jeden Fall mit dabei zu sein. Ja, auf was dürfen wir uns heute freuen? Ich möchte gerne drei Impulse schon mal vorab an Sie weitergeben, was uns heute erwartet. Impuls Nummer eins ist das Thema Kundengewinnung und Bindung ist kein Kinderspiel. Im Gegenteil, es ist ein ernstzunehmender Job. Und der Impuls Nummer zwei ist weg von der Akquise hin zum Akquirierten. Und der Impuls Nummer drei ist Prozesse aufsetzen, statt Tage oder Stunden zu verkaufen. Das und vieles mehr werden wir jetzt hören von unserem Referenten Andreas Bornhäuser. Und noch eine kleine organisatorische Sache. Wir machen am Schluss heute keine Fragerunde. Das heißt also, wenn Fragen innerhalb des Vortrages aufkommen sollten, sind Sie alle herzlich dazu eingeladen, diese auch zu stellen und einfach in den Chat zu schreiben. Und ich werde dann freundlich Andreas unterbrechen und Sie dürfen dann Ihre Frage stellen. Und in diesem Sinne übergebe ich jetzt an Andreas. Ganz viel Spaß. Sieht man eigentlich meine Schamesröte, die du mir ins Gesicht getrieben hast, Maren, mit deiner zauberhaften Anmoderation? Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit es nicht so auffällt. Vielen Dank für diese Anmoderation. Ja, herzlich Sehr gerne. willkommen auch von mir. Das ist das Thema, um das es geht. Und der Gedanke, der damit verbunden ist, ist, ich möchte euch, ich hoffe, das ist okay, dass wir uns auf das kollegiale Du verständigen. Ich mache das jetzt einfach so, wenn, also auf keinen Fall, wenn du mit mir sprichst, will ich gesiezt werden, dann bitte gegebenenfalls im Dialog mich das wissen lassen. Ich klicke mal hier noch auf die Sibylle Brechtel, die auch rein möchte. Ich hoffe, ihr habt Theresia und Maren das im Blick. Haben wir. Auch nicht schlecht. Der Host möchte meine Stummschaltung aufheben. Das ist jetzt geschehen. Also, habt ihr das mit dem herzlich willkommen von mir schon gehört? Das habt ihr mitbekommen? Okay, gut. Warum auch immer ich jetzt stumm geschaltet worden bin, jetzt bin ich wieder on air. Also, es geht um diese sechs Vitamine: Vitamin B, Vitamin C, Vitamin K. Wir werden uns eins nach dem anderen erschließen. Ich will vorneweg nur ein paar Dinge klarstellen. Das, was für mich wirklich ein zentrales Thema ist, ist, dass es gelingen muss, nicht die Person zu sein, die in den Markt ruft: Hallo, hier bin ich. Sichtbarkeit, Hörbarkeit und diese Dinge. Das muss gelingen, dafür zu sorgen, dass der Markt dich ruft. Also es genau umzudrehen. Kleiner Hinweis am Rande: Vielleicht nerven sie euch auch. Mich nerven sie tierisch. Diese E-Mails, die ich über LinkedIn kriege, die Nachrichten, die ich von LinkedIn-Leuten, mit denen ich mich dann vernetzt habe, gekriegt habe oder immer wieder kriege, so nach dem Motto: Du, vergiss alles, was du bis heute über das Thema Akquisition weißt. Ich mache dich über Nacht zum Millionär. Wenn ihr diese Person loswerden wollt, gibt es eine ganz einfache Methode.
Ladet sie ein, wenn sie so sicher sind, dass sie dich über Nacht zum Millionär machen, lad sie einfach ein. Pass auf, ich gebe dir die Hälfte von der Million ab und bis dahin erbringst du deine Dienstleistung für mich umsonst. Das ist ja ein gutes Investment. So wird man die los. Das ist ein umstrittener Aspekt, eine umstrittene Empfehlung. Ich habe sie für mich tatsächlich irgendwann angewandt. Ihr müsst entscheiden, ob ihr das übernehmt oder nicht. Habe ich gelernt von Michael Kamey, der war Unternehmensberater, ist dann zu Harley-Davidson gerufen worden, hat dafür $1 ein ganzes Jahr gearbeitet und hat ein paar Aktienpakete als Äquivalent für seine Arbeit bekommen. Mehrfacher tatsächlich Milliardär inzwischen. Und den habe ich kennengelernt im Club 55, sagte uns: Wisst ihr, was ihr unbedingt vermeiden solltet, ist, wenn ein potenzieller Kunde oder Auftraggeber euch anruft, direkt nach dem ersten Anruf, falls er euch nicht erreicht hat, zurückzurufen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist doch groß, dass er einen weiteren Anbieter mit einladen möchte zur Angebotsabgabe. Ruft er aber ein zweites Mal an, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er genau dich haben will und keinen anderen. Und dann kann man zurückrufen. Macht mit dieser Empfehlung, was ihr wollt. Ich liebe sie. Du hast es schon gesagt, Marin. Kein Waldspaziergang, das ist richtig Arbeit, wenn wir über Kundengewinnung sprechen und darüber, dass wir es umdrehen wollen, also dass wir vom Markt gerufen werden. Und das Gleiche gilt für das Thema Kundenbindung. Ich muss dranbleiben, ich werde euch gleich ein paar Beispiele dazu zeigen, was ich meine mit dranbleiben. Ja, das ist gar keine Frage, wenn wir über Vitamine sprechen, dann ist das berühmte Vitamin, das man häufig, wenn es um Business geht, zur Sprache bringt, dieses Vitamin B. Das ist durchaus hilfreich. Ich kann sagen, dass nach 40 Jahren der Selbstständigkeit in diesem Themenfeld viele meiner Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die mich vor 40 Jahren an Bord geholt haben, inzwischen in Rente oder zum Teil sogar verstorben sind. Das heißt, da hilft mir das Vitamin B dann leider nicht mehr. Insofern macht es Sinn, da über Alternativen nachzudenken. Ganz, wirklich ganz, ganz kurz, 41 Jahre Unternehmensgeschichte. Ich habe mal angefangen als Werbetexter, um mir mein Studium zu finanzieren. Ich habe das Studium dann abgebrochen, bin beim Werbetext geblieben. Da ist eine Agentur daraus geworden, da ist ein Trainingsunternehmen daraus geworden. Das ist das Logo. Das sind die Gesellschafter seit 2018. Deshalb heißt das Unternehmen auch nicht mehr Presentainment Company, weil meine drei Söhne gesagt haben: Pass mal auf, Vater, lass uns mal den Namen, den Familiennamen wieder in den Fokus stellen, wenn es schon ein Familienbetrieb ist. Das ist das, was uns beseelt. Dass wir einen Beitrag leisten dazu, dass Begegnungen so gestaltet werden, dass es allen Beteiligten besser geht. Das ist das, was wir vorhaben. Das ist das Versprechen, dass wir mehr Lächeln in Begegnungen verursachen möchten. Das sind die Dienstleistungsbereiche und so viele Frauen und Männer sind wir. Das war's. Ich habe Erna versprochen, es gibt keine große Akquisition, aber dass ihr wisst, das ist so der Vogel, mit dem ihr es gerade in diesem Meeting zu tun habt, für die, die mich nicht kennen. Das noch zum Schluss und das war es dann auch schon. Das ist so ein Querschnitt über unsere oder durch unsere Kundenliste. Und damit kommen wir zu den Vitaminen. Als erstes zu diesen. Allein über die Vitamin A. Viele wissen nicht, dass die nachhaltig in Tomaten sind und man wundert sich auch, denn Tomaten haben ja fast keine Kalorien. Da kann man also Berge essen, ohne dass man irgendwie ansetzt. Diese Vitamin A. Und alles, was damit zu tun hat, nämlich die engpasskonzentrierte Strategie, dass wir allein für eine Woche Arbeit, mit der wir uns beschäftigen könnten. Die engpasskonzentrierte Strategie, die der Wolfgang Mewes entwickelt hat, basiert auf dem, was Justus von Liebig, ein Naturwissenschaftler, identifiziert hat. Er hat gesagt: Wenn wir eine Pflanze wirklich vernünftig wachsen lassen wollen, müssen wir identifizieren, welcher Nährstoff fehlt ihr und nur diesen Nährstoff ganz gezielt fügen wir hinzu. Und daraus hat der Wolfgang Mewes die engpasskonzentrierte Strategie gemacht, die nichts weiter besagt als genau Konzentration der Kräfte auf diesen einen Engpass, der da möglicherweise an der Pflanze oder beim Kunden festzustellen ist. Wolfgang Mewes es gibt in Deutschland das Strategieforum, das ist eine ähnliche Organisation, möchte ich fast sagen, wie unser Gabalverband. Der Wolfgang, dieses Strategieforum beschäftigt sich eben in erster Linie mit der Verbreitung der EKS, der engpasskonzentrierten Strategie. Er hat uns auch die Empfehlung hinterlassen: Mach dich nicht bei Stimmtraining, wir sprachen eben drüber, Marin.
Präsentationstraining gibt's irre viele, aber für wen? Such dir eine Zielgruppe, die du schnell durchdringen kannst, in der du ganz schnell eine exzellente Reputation aufbauen kannst, um dann, wenn du diese Zielgruppe identifiziert hast, herauszufinden, was ist deren erfolgskritischer Faktor und den genau zu bedienen. Das hilft, schnell im Markt zu kommen. Es gibt von mir einen uralten Artikel, möchte ich fast sagen. Hans Ahai vom BDVT hat das Buch herausgegeben, Trainerkarriere. Ist ja immer die Frage, Spezialisierung oder Generalisierung? Ich bin Fan von der Spezialisierung und immer wieder von der Rückführung auf diesen Punkt, der mich von allen anderen unterscheidet. Denn darum geht es letztlich bei der EKS, dass ich diese besondere Qualität herausbilde, mit der ich in einer klar umrissenen Zielgruppe eine ganz bestimmte Problemstellung besser löse als alle anderen. Und in diesem Besserlösen, der Beste in der Branche, in dem Thema zu werden, das ist das, was laut Mewis, und ich kann jetzt nach ein paar Tagen, die ich diese Arbeit mache und auch EKS-Prozesse für Kundinnen, für Kollegen aufsetze, kann ich sagen, es bewährt sich immer wieder so vorzugehen. Ganz kurz die Phasen bei EKS, das ist die erste. Also gucken, wo bin ich besser als andere? Dann, was ist das Feld, mit dem ich Geld verdienen kann? Das dritte ist, wir sprachen eben schon drüber bei den Prinzipien, in welcher Zielgruppe macht das den meisten Sinn? Jetzt den erfolgskritischen Faktor identifizieren, schließlich. Das eine ist Begehrlichkeit zu produzieren. Das andere ist Unentbehrlichkeit zu produzieren. Und das ist eine ganz wesentliche Phase. Und dann schließlich, ich kann heute sagen, ich habe dem BDVT irre viel zu verdanken. Ich habe dem Gabal irre viel zu verdanken. Ich habe der German Speaker Association, dem Club 55, irre viel zu verdanken, weil ich dort Menschen getroffen habe, dankenswerterweise, die meine Arbeit gar nicht so schlecht fanden und mir geholfen haben, diese Arbeit zu verbreiten. Und das ist meine Empfehlung auch an euch. Schaut, dass ihr Multiplikatoren, dass ihr Kooperationspartner findet, die euch bei der Verbreitung eurer Kernkompetenz, wunderschön übrigens, Maren, du hast natürlich auch mega Glück mit diesem Nachnamen, aber sich dann auch noch kernkompetent als Dienstleistungsunternehmen zu nennen, finde ich. Begnadet, Chapeau, Madame. Das ist Merci. das eine, dass ich gucke, wo kann ich im Sinne der engpasskonzentrierten Strategie einen Nutzen stiften, den so sonst keiner stiften kann. Ich habe 1996 zum Beispiel das Thema Presentainment an den Start gebracht und war damit wirklich weit vor allen anderen, die sich um diesen Gedanken, dass man sich möglicherweise, und das habe ich der EKS zu verdanken, dass man diesen Gedanken substanzielle Information und gekonnte Unterhaltung vernünftig miteinander verbindet. Das andere ist, ich komme aus der Werbung und in der Werbung spielt das Markenrad eine ganz wichtige Rolle, zumindest bei einigen, die sich damit beschäftigen. Ihr kennt vielleicht die Begrifflichkeit USP. Ich nenne das lieber Eva, das einzigartig verkaufende Alleinstellungsmerkmal. Und da geht es beim Markenrad um vier Themen. Das eine ist, was mache ich? Das zweite ist, welchen Nutzen stiftet es? Das dritte ist, wie sage ich es? Und das vierte ist, wie sieht's aus? Und wenn man jetzt das große Glück hat, mit Nachnamen Kern zu heißen, ich höre jetzt auf damit, Maren, aber einmal sage ich es noch, wenn man das große Glück hat, mit Nachnamen Kern zu heißen und daraus auch was macht in dem Namen, da hat man allein dadurch schon ein Alleinstellungsmerkmal, weil die Leute natürlich relativ schnell überreißen. Ach, guck mal, das hat mit dem Namen zu tun. Hier nur ein paar Beispiele, was wir für uns definiert haben. Das ist auch nichts, was fix ist. Das ist ein permanenter Prozess. Du guckst da immer wieder hin, passt die Tonalität noch, passt das, was ich sage, zu dem, was wir hier für uns selbst uns ins Pflichtenheft geschrieben haben und passt die Optik, die wir anwenden? Ist das okay, wenn ich dann mal nicht in Orange um die Ecke komme, sondern im rosa Hemdchen? Das zweite Wesentliche ist das Thema Inhalt. Ihr kennt aus unterschiedlichsten Quellen diesen Spruch, Content is King. Ich habe neulich mal einen Blogbeitrag geschrieben, wo ich gesagt habe, das ist Quatsch, Content ist auch Queen. Ja, allein im Sinne der gendergerechten Kommunikation sollten wir das auch anschauen. Die Einladung ist,
regelmäßig und nicht nur was Persönliches, sondern eben nicht nur was Relevantes, sondern auch was Persönliches zu posten. Also die Menschen teilhaben zu lassen an deinem Leben. Die Frage ist natürlich, wo? Ich erlebe immer wieder, dass Menschen in Verbände gehen, GSA, Gabal und so weiter, was ja auch gut ist, wo sie sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen können, das ist eine berufliche Heimat. Aber wie wäre es mal darüber nachzudenken, in die Verbände zu gehen, in denen ich meine Zielgruppen antreffe? Oder auf den sozialen Medien stattzufinden, in denen meine Zielgruppen stattfinden? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die super Verkaufstrainerin im Bereich der Mode bin, da ist Facebook einfach ein riesen Streuverlust. Da könnte ich darüber nachdenken, ob ich nicht tatsächlich sogar auf Insta verzichte und mich auf Pinterest fokussiere, als ein Beispiel. Dann bitte nach Möglichkeit einmal in der Woche. Ich glaube, Erna schreibt nachher was dazu. Ich sage jetzt nichts wegen des Versprechens, aber wir sind zum Beispiel auf einem Kanal, wo wir regelmäßig was zu meinem aktuellen Kernthema, nämlich Charisma, veröffentlichen. Ich rate dringend, das aber nicht. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe das 20 Jahre lang guerillamäßig gemacht. Hier mal was hoch, da was mal veröffentlicht, da mal was. Und irgendwann, also wenn ich ganz ehrlich bin, meine Jungs, die haben den Laden auf links gedreht und gesagt, Vater, was du da machst, das geht so nicht. Das muss man einen ordentlichen Plan kriegen und eine ordentliche Strategie. 2018, wie gesagt, sind die ins Unternehmen gekommen. Und dann haben sie auch gesagt, so, lass uns mal über Vision, Mission, Promise, über den Purchase Point und diesen ganzen, also ich habe in den letzten 5 Jahren auch ganz viel Englisch gelernt, Sales Funnel und lauter so ein Kram. Aber ich kann heute sagen, das macht absolut Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, das zu definieren. Es beseelt, ihr kennt Antoine de Saint-Exupéry und seinen Spruch, wenn du ein Schiff bauen willst, trommle nicht die Männer zusammen, um sie das Holz suchen zu lassen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach der unendlichen Weite der Meere. Genau. Es beseelt auf ganz andere Art und Weise, wenn man die Vision klar hat, wenn man daraus eine Strategie ableiten kann, einen Redaktionsplan schreibt und dann erst anfängt, Content zu machen. Geht auch andersrum, habe ich lange gemacht. Ich bin meinen Jungs, auch wenn es viel Auseinandersetzung bedeutet hat in den letzten Jahren, dankbar, dass sie mich da aufgegleist haben. Ja, dann das Thema Kooperation, habe ich schon gesagt, im Sinne von, ich bin ein bisschen irritiert, Maren. Gibt es echt keine Frage im Chat? Bisher noch Okay. nicht, aber Sie sind alle herzlichst eingeladen, einfach loszutippen, wenn denn Okay. was auf dem Herzen liegt. Aber Alles klar. ich habe es im Blick. Okay, danke, Maren. Ja, Thema Kooperation. Mein großer Lehrmeister, ein Mann, der für mich väterlicher Freund wirklich über 38, 39 Jahre gewesen ist, ist der Max Meyer-Malitz. Ich nehme an, Theresa, du kennst ihn auch noch. Den Max Meyer kennst du nicht mehr? Okay. Also dann, ich bin tatsächlich schon deutlich älter. Der hat immer gesagt, Junge, du musst Gesichtsbäder nehmen. Und damit meinte er sich zeigen und sich auch immer einmal melden, wenn ich irgendwo in einer Veranstaltung bin und kurz meinen Namen sagen. Das fand ich am Anfang ziemlich doof. Inzwischen habe ich begriffen oder relativ lange schon habe ich begriffen, wie wichtig das ist. Ich bin irgendwo Teilnehmer und dann stelle ich eine Frage, sage kurz meinen Namen. Die Frage sollte natürlich irgendwie intellektuell redlich sein, klug sein, was Provokantes haben, damit die Leute sich an dich erinnern. Dann. Ich habe relativ lange eine Auszeit mir zwischen dem Jahr 22 und 23 gegeben. Und dann saßen meine Frau und ich da so an einem wunderschönen Strand. Und ich hatte echt nichts zu tun. Und wenn ich nichts zu tun habe, das stört mich, das macht mich nervös. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich doch jetzt mal irgendwas, was Gutes. Da sind meine Jungs auch schon lange dran, dass sie sagen, Vater, wir müssen mit dem, was du da machst, das wieder machen, auch mal kostenlosen Nutzen stiften. Und ich sage, okay, dann habe ich angeboten, gibt es ein kleines Video auf YouTube angeboten. Alle, die jetzt Lust haben, die glauben, dass wir einen Beitrag leisten können zur Tafel, zu Lebenswert Iserlohn oder wem auch immer, die sollen uns schreiben und die kriegen von uns kostenlos eine Zertifizierung, die kriegen von uns eine Evaluation oder was auch immer sie haben wollen. Ich muss sagen, es macht so viel Freude, der Dialog mit den Frauen und Männern, die das in Anspruch nehmen. Und ja, ich hab meine Auszeit tatsächlich dann auch was Sinnvolles getan und nicht einfach nur am Strand gelegen. Maren, ich weiß nicht, ob du siehst, da sind zwei Beiträge in den Chats drin.
Genau, ein Beitrag zu, dass jemand die Kamera aus hat, weil er im Zug sitzt. Dafür wollte ich dich jetzt nicht unterbrechen, Andreas. Okay, Entschuldigung. Dann halte ich aber die Klappe und warte auf dich. Genau, verlass dich auf mich, du kannst Ich dich mache ich. vertrauen. Mache ich. Ja, dann das Thema BDVT, GSA ist alles wunderbar. Das macht Sinn wegen der beruflichen Heimat. Auf der anderen Seite ist es aber so, finde ich, mal darüber nachzudenken, ob ich nicht auch Mitglied werden kann in einem Verband. Ich erlebe das gerade beim Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Da tummeln sich auf einmal ganz viele Coaches und TrainerInnen, wo ich denke, hallo, das ist ja irgendwie. Das sind ja die Kleinst-KMUs, das machen die im Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Aber es macht Sinn, denn da habe ich eher die Leute, mit denen ich Geschäft machen kann oder will. Deshalb, ach ja, und dieser Virus noch ganz kurz. Wenn du in den Verband gehst, rate ich dringend, es gibt so, ich nenne das diesen Iwerhang-Virus, steht für ich will alles haben und nichts geben. Je mehr du dich in den Verbänden einbringst, deshalb freue ich mich, Inga, zum Beispiel, dass du jetzt kooptiertes Vorstandsmitglied geworden bist und dem Gabal wieder neuen und frischen Wind bringst, da bin ich ganz sicher. Je mehr du dich einbringst, hat wieder was mit Sichtbarkeit, mit den Gesichtsbildern zu tun, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dich dann auch wahrnehmen und weiterempfehlen. Dann rate ich dringend, qualifizier dich, zertifizier dich, egal in welchem Tool. Da bist du Teilnehmende über einen längeren Prozess. Du knüpfst Kontakte zu anderen Menschen, mit denen du vielleicht dann ein Leben lang zusammenarbeiten kannst. Also es geht nicht nur um die Zertifizierung aus meiner Sicht, sondern es geht tatsächlich auch darum, so wie der Olli Schumacher bei Hermann Scherer eine Ausbildung gemacht hat. Ich weiß nicht, Oliver, mit wie vielen Menschen hast du heute noch Kontakt? Ich Ja, so schmeiß mal hoch. mit 4, 5. Immerhin, ja? Mit denen du nach wie vor in der Kommunikation bist. Wunderbar. Dann würde ich nicht nur einen eigenen Blog schreiben, sondern ich würde gucken, wo sind Leute, die in meiner Zielgruppe unterwegs sind und die fragen, du, Andreas? kann ich bei dir auch mal einen Blogbeitrag schreiben? Ja, Maren. Entschuldigung, jetzt darf ich dich einmal unterbrechen. Wir Na haben eine klar. Frage Ja. von Vera. Und Vera, wenn du möchtest, darfst du die Frage auch gerne selber stellen, indem du Oh dich ja. einfach kurz auf laut stellst. Ja, super, vielen Dank. Ich mache das tatsächlich so. Einmal stelle ich immer eine Frage in so einem Online-Meeting. Genau, welche Art von Zertifizierungen? Es gibt so viele, ne? Da gibt es die Verbände, da gibt es, also jede Ausbildung endet ja mit einem Zertifikat, Ja. das dann, je nachdem, wenn da Steinbeiß-Hochschule dahinter steht, das kennen die Leute vielleicht gerade Ja. noch so, aber viele kennen sie gar nicht. Also was würdest du empfehlen, welche Art von Zertifizierung? Also das aus meiner Sicht wichtigste Kriterium ist, sind die Leute, die eine Zertifizierung anbieten, selber im Markt erfolgreich unterwegs? Warum sage ich das, Vera? Weil ich erlebe das immer wieder. Wir haben ja eine Coach- und Trainer- und Beraterschwemme in den letzten 20 Jahren. Als ich angefangen habe, waren es ungefähr 1500 Anbieter. Und da erlebe ich immer wieder, dass Leute, die keinen Fuß auf den Boden kriegen im Markt, die es nicht schaffen, Kunden zu akquirieren, plötzlich sagen: Och, dann bilden wir doch Trainer und Coaches aus. Also eines der wichtigsten, die haben überhaupt keine Expertise, überhaupt keinen Beweis, dass sie das, was sie da vermitteln, tatsächlich auch erfolgreich im Markt anwenden. Das wäre für mich so das Hauptkriterium, dass ich sage: Okay, sag doch mal, was macht ihr diesbezüglich im Markt? Wo seid ihr aufgestellt? Wie seid ihr aufgestellt? Aber ansonsten muss ich sagen, bei der Wahl der Zertifizierung, auch hier würde ich wieder schauen, wo treffe ich möglicherweise potenzielle Geschäftspartner? Also wenn ich nur tummel im Trainerkontext, nur tummel im GSA-Kontext, nichts für ungut, ich liebe diese Verbände. Ich bin in diesen Verbänden Mitglied, bin auch hier im Gabal Mitglied. Aber mal gucken, wo gibt es denn vielleicht noch Verbände, wo ich auf meine Kernzielgruppe treffe, die ich dann auch schnell durchdringe und was bieten die an? Habe ich dir eine An vernünftige Antwort geben Zertifizierung. können? Also Bitte? Ja, was bieten ja, die ja. Ja. Zielgruppenverbände an Zertifizierung für? Ja. Okay, ja, okay, super. Eine Ja. und, Vielen lieben und cool, und cool, dass du die Gelegenheit genutzt hast, Vera. Dich kennen sie jetzt alle hier. Dank. Super. Ja, Und und wir haben dann. an der Stelle noch mal eine weitere Frage von René, die ich auch sehr persönlich spannend finde. Ja. Gerne René einmal eben selber stellen. René? Genau. Oder ich übernehme es an der Stelle einfach mal. Hm? Er fragt, ist heutzutage eine IHK-Zertifizierung noch in oder anerkannt?
Ich finde, IHK-Zertifizierungen nehmen irrsinnig Fahrt auf. Also hier in Berlin, unsere IHK, die ist so genial inzwischen aufgestellt, die haben sich völlig erneuert durch neue Menschen. Insofern würde ich sagen, ja, IHK ist auch eine tolle Gelegenheit, weil du auch hier wieder netzwerken, netzwerken, netzwerken kannst. Klares Ja, René. Aber das Super. ist, die sind föderalistisch organisiert, also jede IHK macht ihr eigenes Ding. Ich spreche jetzt von Berlin. Ich bin gerade im Kontakt mit der IHK Niederbayern. Daniela Hausteiner ist da verantwortlich für die Weiterbildung und sagt, wow, was die auf die Beine stellen, ist großartig. Ja. Super. Okay, Weiter. dann kommen wir kurz zu den Vitamin B. Man glaubt es nicht. Ich hab Maren auch gefragt, als wir die Präsentation einmal kurz durchgegangen sind, erkennst du, welche Frucht das ist oder welches Gemüse? Ich stelle euch die Frage jetzt nicht, es sind die Erbsen. Und man glaubt es nicht, dass in Erbsen tatsächlich die meisten Vitamin B drin sind. Wie kann ich jetzt Beziehungen pflegen? Das eine ist, schreibt Newsletter. Aber wenn ihr euch eines Newsletter-Tools bedient, wie Clicktel oder Clever Reach oder Mump oder was immer ihr nehmt für E-Mail-Tools oder von mir aus auch HubSpot, auch ein kluges Tool. Versucht es irgendwie hinzukriegen, dass ihr die Menschen persönlich anschreiben könnt. Und richtig, ich kriege da manchmal so Herr Bornhüber, die kriege ich gleich weg, weil ich sage, können die nicht mal ihre verdammten Hausaufgaben machen? Dann würde ich außer Newslettern tatsächlich auch den Leuten was vermitteln, wo sie nach 2 Minuten maximal lesen, irgendeinen Nutzen haben, wo sie was mit anfangen können. Meine Empfehlung, das ist eine Erfahrung, die ich gerne weitergebe, ist meine Weihnachtsgröße, da kriege ich ganz selten Resonanz. Wenn ich aber, und schon gar keine Karten, wenn ich aber per Messenger, per WhatsApp, per Threema, per Signal, per you name it, wenn ich da Neujahrsgrüße verschicke und mir für die wirklich Mühe mache und einen klugen Text schreibe, kriege ich ganz viel Resonanz. Mach's anders als die anderen. Vitamin A bleibt, das Thema Andersartigkeit. Dann handschriftliche oder wenigstens Geburtstagsgrüße und jetzt nicht über den Xing-Account oder LinkedIn-Account, sondern nach Möglichkeit von mir aus per Mail, noch besser aber per einer Karte. Weihnachtskarten kriegen die alle, aber eine Geburtstagskarte deutlich weniger. Ja, wenn du gerade in der Stadt bist, Mensch, Maren, ich bin gerade in Ulm, hast du eine Minute Zeit für mich? Lass uns einen Kaffee trinken, kostet nicht viel. Ja, und wir quatschen einfach miteinander. Und irgendwann, wir gehen dann auseinander, haben ein schönes, lass mich das Date nennen, Date gehabt. Ich will gar nichts von dir, außer dich sehen. Und so mache ich das mit Kunden auch. Und 2 Wochen später ruft die Maren mich an und sagt, Mensch, du Andreas, ich habe da einen Kunden, ich glaube, den solltest du machen, das kann ich nicht. That's it. Ja? Einfach, um die Kontakte zu pflegen. Und dann, was irre gut bei meinen Kundinnen und Kunden ankommt, ist, ich finde Artikel, ich denke, dieser Artikel ist für diese Person relevant und dann schicke ich ihr den. Vielen Dank für den Hinweis. Kommt extrem gut an, für dich gelesen. Ja, dann Vitamin D. Wusste ich auch nicht, erst als ich mich mit den Vitaminen für das Thema Performance beschäftigt habe. Vitamin D, die meisten sind im Ei. Bitte schreibt keine Angebote. Das könnt ihr euch nicht leisten. Also ich kann es mir jedenfalls nicht leisten. Das einzige Angebot, das ich schreibe, ist das. Zielfindungsworkshop. Wir treffen uns mal einen halben Tag oder Tag, der kostet XY. Und an diesem Tag sage ich euch, was ich kann, und ihr sagt mir, was ihr braucht, und dann gucken wir, ob das zusammenpasst. Da zahlen die Kunden für. Das ist das einzige Angebot, das ich rausschicke. Und dann, wenn wir so einen Workshop gemacht haben, sieht es so aus. Hier bei diesem Kunden mal LGI, das war, da sagte dann, als wir das hier rechts alles hingeschrieben haben, ich habe da nur noch Zahlen dran geschrieben, sagte der Chef, es gab zwei Geschäftsführer, oder gibt zwei Geschäftsführer im Unternehmen von LGI, der Eckert sagt dann zu mir, sag mal, Andreas, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Sag ich, was ist los? Dass, wenn ich das gerade richtig überreiße, dann erarbeiten wir dein Angebot. Ich sage, ja, genauso ist es, Eckert. Und dann grinsten alle und Eckert sagte, der Chef sagte, wenn du das meinen Sales-Leuten beibringst, wie sie das bei unseren Kunden schaffen, bist du jeden Cent wert, den wir in dich investieren. Und ich gesagt, na dann los, machen wir. Ne? So, jetzt, wenn ich zu dem Thema Honorare komme, tut mir den großen Gefallen und verhandelt nicht drüber. Ich finde es immer geil, wenn die Kunden dann kommen naja, wir würden sie ja dann 20 Tage beschäftigen oder 30.
Was können wir denn da noch an den Honoraren tun? Da sage ich immer, jeder weitere Versuch hier daran zu drehen, führt zu einer Erhöhung. Seien Sie vorsichtig. Und wenn die nicht aufhören, dann sage ich, wissen Sie, Sie machen einen guten Job. Sie wirken auf mich hochkompetent, hochprofessionell. Wenn jetzt Ihre Chefin zu Ihnen kommt, wissen Sie, Sie machen einen coolen Job. Sie würden mich ja 20 Tage beschäftigen, weil Sie finden, dass ich das gut mache. Und jetzt kommt Ihre Chefin und sagt, Sie machen einen coolen Job. Wären Sie bereit, für ein bisschen weniger Gehalt zu arbeiten, weil Sie so einen geilen Job machen? Das stimmt doch nicht, oder? Du kannst alles tatsächlich verhandeln, nur deine Honorare nicht. Du kannst alles auf den Basar schmeißen, aber nur das, was skalierbar ist. Bücher von mir aus. Videoprogramme, die du produziert hast. Ne? Und komm bloß nicht auf die Idee, das ist so mein dringender Wunsch, Zeit für Geld zu verticken, sondern sorg dafür, dass die Leute Spaß haben, dass sie begreifen, ah, hier wird ein Prozess, ich zeige gleich mal so ein Beispiel, hier wird ein Prozess aufgesetzt, da geht es um Wachstum meines Unternehmens, da geht es um Wachstum der Personen, die in dem Unternehmen sind. Dafür gebe ich gerne viel Geld aus. So sieht sowas bei uns aus. Wir setzen immer iterative Prozesse auf. Heißt, das ist jetzt einer über 4 Jahre. Wir bleiben mindestens 2 Jahre in den Unternehmen. Da gibt es keine Tagessätze, sondern da gibt es ein Budget, so wie ihr das gerade gesehen habt, das am Ende des Tages zusammenkommt, in diesem einen Beispiel. Und dann machen wir uns nach spätestens 4 Jahren überflüssig. Wir installieren Leute, die das, was wir an Weiterbildung aufgesetzt haben, alleine weitermachen können. Und der Job, der für uns dann noch übrig bleibt, in regelmäßigen Abständen, ist Supervision derer, die dann das Training und das Coaching machen in den Unternehmen. Ja, und dann schreibt euch möglichst viele Referenzen. Ich meine das ganz ernst. Ihr schreibt die und dann bittet ihr die Kundinnen, das auf deren Briefpapier zu übernehmen. Alle Referenzen, und ich habe wirklich fette Ordner mit Referenzen wie diesen, alle Referenzen habe ich selbst geschrieben. Und das ist cool, natürlich nur bei Kunden, die zufrieden waren. Ja? Und das Coole ist, wenn du denen dann den Textvorschlag machst, ich habe das jedes Mal so, dass das, was die mir dann schreiben, oft, ich bin ein bisschen schüchtern, ich bin ein bisschen bescheiden. Deshalb ist das, muss gar nicht Grenzen machen, das ist so. Deshalb ist das, was die mir schreiben, oft noch viel besser als das, was ich denen angeboten habe als Text. Das ist jetzt nur ein kleiner Querschnitt. Ja, letzter Punkt, glaube ich, dann bin ich mit allen Vitaminen durch und mich nicht alles täuscht. Wichtig ist, dass ich mir überlege, wo kriege ich Leverage-Effekte dran. So ein Buch zu schreiben ist toll, aber im Buch verdienst du kein Geld, es sei denn, du hast Mythos Motivation geschrieben. Oder Das Einzige, was stört, ist der Kunde von Edgar Gaffroy. Oder The Seven Habits von Stephen Covey. Das sind so Ausnahmebücher. Aber ansonsten guckt euch mal an, wie viel im befreundeten Gabal-Verlag, wie viele Bücher da existieren. Und wie viele Autoren damit reich geworden sind. Das Einzige, da kann ich aus Erfahrung sprechen, das bin übrigens ich, das Einzige, was geholfen, was mir geholfen hat, ist, ich habe mein Presentation-Buch, als ich das 1996 auf den Markt gebracht habe, das habe ich komplett vorfinanzieren lassen durch Anzeigen. Und zwar nur Anzeigen von Kunden, die mit dem Thema Präsentation irgendwas zu tun hatten. Wie zum Beispiel hier Steinmeier-Stemming, Papierproduzent. Oder Neuland. Ja, kennt ihr wahrscheinlich alle, die diese wunderbaren Stifte und Moderationsmaterial herstellen. Ich habe die Erstauflage, das ist ein gedrucktes Buch, und wenn ihr hinguckt, seht ihr, das hat 98 Mark gekostet. Wir haben 10.000 Exemplare gedruckt. Von diesen 10, und die alle, die hier Anzeigen drin hatten, haben nicht nur Geld für die Anzeigen bezahlt, die mussten auch eine bestimmte Menge der Bücher abnehmen für ihre Kundinnen und Kunden. Das Buch, wie gesagt, 98 Mark. Natürlich die, die was abgenommen haben, die hier drin waren mit Anzeigen, haben es ein bisschen günstiger gekriegt. Das Buch, die Erstauflage von 10.000 Exemplaren, war nach einem Jahr, innerhalb eines Jahres war die komplette Auflage vertickt. Und zwar nicht nur über die eigene Webseite, sondern gleichermaßen über den ganz konventionellen Buchhandel. Das macht Spaß. Ja, wenn du die Zeit hast, die Muße hast, die Lust hast, wenn du sagst, da fehlt ein Diagnostiktool, mach ein eigenes. Ansonsten nutze unbedingt die Tools der anderen, denn das ist passives Einkommen. Du kannst einfach Add-ons auf deine Dienstleistung draufpacken, mit denen du zusätzlich Geld verdienst. Du hast damit in gewisser Weise eine Skalierbarkeit. Wir haben das Skill-Profile. Wir freuen uns, wenn es den einen oder anderen von euch gibt, die sich dafür interessiert. Aber ich habe Erna versprochen, keine Akquise. Und deshalb rede ich jetzt da auch nicht weiter drüber. Ja, dann hast du die Möglichkeit, mit deiner Arbeit in irgendwelche Affiliate-Programme reinzugehen oder umgekehrt.
Also nimm dein Programm und gib es anderen oder kannst du für andere Werbung machen. Ich verstehe manchmal uns Trainerinnen und Trainer nicht, dass wir irgendwie alle versuchen, uns abzugrenzen und unser eigenes Ding zu machen und bloß keinen reingucken lassen. Würden wir das öffnen, würden wir mehr miteinander am gleichen Stall in die gleiche Richtung ziehen, wäre der Kuchen viel größer. Und das ist mit solchen Affiliate-Programmen wunderbar möglich. Ja, und dann bist du auf Udemy, bist du auf LinkedIn Learning mit Programmen im Sinne von skalierbar. Die machen Marketing und Werbung für dich. Oder mach eine eigene Plattform. Das geht auch. Ich liebe dein Mädchen am Mars, das war's. Ich höre mal hier an der Stelle mit der Freigabe auf. Es sind keine Fragen drin, oder? Bisher jetzt noch nicht. Es kam gerade ein Daumen hoch, aber vielleicht geht es ja jetzt los. Wir haben auch noch einen Kommentar von René. Ja. Die Erfahrung, dass Teilen mehr bringt als Vereinzelung, habe ich auch gemacht, teilt er mit. Aber ich würde trotzdem gerne jetzt, wenn wir hier uns alle wiedersehen, doch nochmal die Möglichkeit geben, vielleicht hat ja jemand noch eine Frage jetzt hier im Nachgang des Vortrages und kann gerne einfach mal die Hand heben oder sich einfach auf laut stellen. Ich habe eine Frage an die Marion. Darf ich die stellen? Ja. Marion, du warst die Erste, die sich angemeldet hat und seitdem hast du das Bild von einem Tier. Ich muss wissen, was das für ein Tier ist, bitte. Okay, ein Platzhalter. Die Teilnehmerin gibt es vielleicht gar nicht. Schade, ich hätte es so gern gewusst. Falls keine weiteren Fragen da sind und wenn doch, wie gesagt, einfach drauf los, habe ich noch eine Frage, wenn ich die denn stellen darf. Na klar. Und zwar würde mich total interessieren, wenn dich jemand fragt, hey Andreas, schön dich kennenzulernen, was machst du beruflich? Was antwortest du darauf? Warte, ich lese dir das kurz vor, okay? Okay. Ich sage dann, ich bin Urheber des Skill Profile, das ist eine Persönlichkeitsdiagnostik und Trainingsinstrumentarium zugleich. Es analysiert die Wirkung und stärkt die Ausstrahlung von Menschen mit dem Ergebnis, dass Begegnungen erfreulicher gestaltet werden. 1982 habe ich das Unternehmen gegründet, seitdem trainieren, coachen und beraten wir Führungskräfte aus Marketing und Verkauf mit 143 Frauen und Männern in 7 Ländern und 4 Sprachen. Okay. Reicht dir das? Ja, also so machst du das tatsächlich. Also ja, ich habe nicht immer das Zettelchen dabei und manchmal kriege ich dann nur noch rudimentäre Satzfetzen dazu zusammen. Aber im Wesentlichen sage ich, ich leiste Beiträge dazu, dass Kommunikation erfreulicher und erfolgreicher wird. Das ist mein zentrales Thema, das mache ich als Berater, als Coach und als Trainer. Ja. Wir hatten gerade noch einen Kommentar von Vera im Chat und jetzt nochmal den Elevator-Pitch, bitte. Und dann nehmen wir, genau, Vera hat hier die Hand auch oben. War das die Frage tatsächlich? Du kannst auch gerne selber stellen. Mach mal. Nee, es war tatsächlich nicht die Frage, aber das Vorgelesene war mir too much information für eine Vorstellung. Der Satz danach war besser. Genau, die Frage wäre nochmal zurück zu den Honoraren. Wie kann ich die anders gestalten? Das war tatsächlich der Aufhänger, warum ich heute dazugekommen bin, kurzfristig. Ja. Jetzt bist du ein großes Unternehmen mit verschiedenen Personen, ja, zumindest mehr als ich. I'm a three-woman enterprise, me, myself and I. Ja. Ich bin jetzt, sagen wir mal, habe schon einige Pilote gefahren, eben solche Prozesse reinzubringen in die Firmen. Bin auch in der öffentlichen Verwaltung tätig. Was wäre deine Empfehlung, wie man das überhaupt dem Kunden schmackhaft macht? Weil ich habe während der Pandemie wahrgenommen, da waren Kunden offen für neue Formate, haben Verschiedenes ausprobiert. Jetzt ist die Pandemie durch. Ja, back to normal. Ah, super, wir machen wieder Tagesseminare und so weiter und so fort. Wie kann ich die kriegen? Von genau dem rate ich dringend ab, Vera. Wenn also zu sagen, wir gehen wieder zurück zum Normalen und machen nur Präsenzveranstaltungen, weil, ja, wir haben jetzt keine Pandemie, aber die disruptiven Kräfte sind weiter im Markt, ja, auch im Verwaltungsmarkt. Das eine der großen Disruptionen ist im Moment in aller Munde, findest du auf allen Kanälen, das Thema KI, ChatGPT und so.
Das ist noch weit von wirklicher Intelligenz entfernt. Dazu gehört eben auch ein intuitives Vermögen und das kann ChatGPT nicht. Aber von da gehen disruptive Kräfte auf. Das bedeutet, wir müssen unbedingt die Leute weiter darin qualifizieren, dass sie in der Lage sind, remote zu arbeiten. Mal ganz abgesehen davon, dass es auch eine ökologische Komponente ist. Du leistest einen Beitrag zur Einsparung von CO2, wenn die Leute nicht ständig zu dir kommen können. Das ist mir alles klar. Ich möchte es auch gerne weitermachen. Nur was sagst du, wenn der Kunde sagt, ist ja super, können wir wieder Tagesseminare machen. Online will eh keiner mehr. Also ich brauche so ein bisschen Input. Was sage ich da? Ich rate dringend von ab, das Mindeste, was ich Ihnen empfehle, ist, hybride Formate an den Start zu bringen. Und im Übrigen, hast du selbst Lernprogramme, Vera? Nee. Guck da mal hin. Was kannst du für Programme aufsetzen, die Leute, wir haben zum Beispiel so ein Video-Selbstlernprogramm, 16 Module, das gehört zusammen, 16 Module à 45 Minuten mit ganz viel Übungsmaterial und so weiter. Das können die Leute online machen, wann immer sie wollen, wo immer sie wollen, wie immer sie, welches Device sie am Ende auch immer bedienen. Im Handy, in der Bahn können sie sich das angucken als Beispiel. Da rate ich dir hinzugehen. Da haben wir dann nicht nur das Thema, dass die Leute eben remote auch stärker in ihr Leben integrieren und nicht nur während der Pandemie. Und du hast das Thema Skalierbarkeit. Du machst es von dir unabhängig. Super. Das wäre das Ziel, ja, genau. Okay, super, danke. Ja. Gerne. Alles klar, vielen lieben Dank. Und genau, es geht noch eine Hand hoch von Beate Schäfer. Erna, haben wir noch die Zeit, diese Frage zu beantworten? Alles klar, dann gerne Beate Schäfer einmal eben die Frage bitte. Beate, du warst doch neulich erst im BDVT-Meeting irgendwo, oder? Ich erinnere mich. Genau, da durften wir auch den Test machen, aber ich habe bisher noch nicht die Auswertung bekommen. Vielleicht kommt die ja noch. Aber wie auch immer, Andreas, vielen Dank für diesen Vortrag. Ich wollte kurz nachhören, wenn du dieses Programm beschreibst mit diesen Videos, braucht man dazu eine Zulassung als eine Weiterbildungszulassung sozusagen, wie ist das rechtlich? Hilf mir nochmal. Ich habe die Frage noch nicht verstanden, Beate. Genau, war auch ein bisschen konfus gestellt. Also ich habe gehört von einer Juristin, dass man, wenn man solche Videoformate anbietet, dass man dann eine Zulassung oder Zertifizierung braucht im Bereich Weiterbildung. Ist dem so oder verkaufst du das als Coaching und das läuft dann rechtlich auch sauber? Die Juristinnen und Juristen, ich bin wirklich vorsichtig mit Vorurteilen, aber die finden doch immer wieder irgendeinen Weg, irgendeinen Ansatzpunkt, wo sie sich selbst ins Spiel bringen können. Habe ich noch nie von gehört. Du kannst ja auch Coach und Trainerin werden, ohne, das ist ja unser Problem häufig, dass jeder draußen Coach hinschreibt und dann ist er Coach. Und niemand überprüft, was es für eine Qualität ist und das kannst du mit Videoprogrammen genauso machen. Guck dir mal den ganzen Mist auf Udemy an. Wow, was da zum Teil für Schrott unterwegs ist. Also wenn die sich alle haben zertifizieren lassen, möchte ich die Stelle, die zertifiziert hat, nicht kennenlernen. Okay, Beate. Und wegen, das tut mir leid, ist was schiefgelaufen. Hast du dich auch normal mit Beate Schäfer gemeldet? Genau. Also das gebe ich gleich ins Nachbarbüro und sage, die Kollegen vom Support sollen sich da mal drum kümmern. Du kriegst sicher in der nächsten halben Stunde eine Mail. Alles gut, ich danke dir. Gerne. Super, ja. Ja, Erna gerne. Ich habe noch eine Anmerkung für Vera. Und zwar, Oliver hat sich ja jetzt stumm geschalten, aber wir hatten schon mal einen Web-Talk, wie man die eigenen Preise besser durchsetzt. Es geht um Honorare. Also ich werde in das Teilnehmer-Mailing mit der Verlinkung auch den Link zu dieser Aufzeichnung mit dazu schicken. Ich denke, für den einen oder anderen ist es auch zusätzlich noch interessant. Super, alles klar. Das geht ja auch ein bisschen auf unseren Chat gerade ein, wo schon die ersten Verabschiedungen sind, beziehungsweise eben auch nochmal die Nachfrage, ob man die ein oder andere Slide in irgendeiner Form nochmal gerne sehen könnte. Genau. Und René, wenn du magst, darf ich das kurz sagen, Maren? Ja. Wie gesagt, ihm kam das Thema Budgetgestaltung ein bisschen zu kurz. Vereinbare einfach über unsere Seite einen Termin, dann machen wir noch einen bilateralen Talk. Ist gar kein Thema. Ne? Super. Ja, also ich glaube, wir sind tatsächlich dann schon am Ende angelangt des heutigen Web-Talks.
Es gibt noch mal zwei Slides, lieber Andreas, die du vielleicht jetzt noch mal ganz kurz einblenden könntest, nämlich wie es denn überhaupt weitergeht. Wir haben nämlich den nächsten Web-Talk und wir haben gerade schon drüber gesprochen mit einem super spannenden aktuellen Thema, nämlich KI, Praxistipps für Trainerinnen von Referent Matthias Garten und mit einem Moderator, der sich dann nennt Michael Berger am 23.06. Also auch ganz, ganz spannend und es lohnt sich auch da bestimmt mit dabei zu sein. Und wer heute als Gast mit dabei war, hat die Möglichkeit, Schnuppermitglied zu werden und ja, ganze 6 Monate lang die Leistung und das Netzwerk von Gabal selbst kennenzulernen. Und bei Fragen dazu kann man sich gerne an die liebe Erna wenden, wo eben auch hier die Kontaktdaten nun eingeblendet sind. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Teilnehmenden heute recht herzlich für dieses schöne Mittagsintermezzo und schicke allen ganz, ganz liebe Grüße hier aus Wien. Vielen lieben Dank, Andreas, für den tollen Input, den du uns heute allen mitgegeben hast. Auch ich konnte wirklich viel nochmal für mich mitnehmen. Und ich denke, wenn weitere Fragen nochmal irgendwie sind an dich, hast du ja schon erwähnt, darf man dich auch gerne über deine Homepage kontaktieren. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es nicht nochmal irgendetwas zu besprechen gibt, sind wir am Ende. Und einen ganz großen Applaus, einen virtuellen Applaus. Und ich bedanke mich recht herzlich. Danke auch an euch. Ciao.